Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es wird bald dunkel, es ist neblig, das Licht ist scheiße. Ich wollte euch trotzdem noch ein kleines bisschen ein paar Takte erzählen. Nämlich, wenn ihr Feuerholz sucht, wisst ihr ja garantiert, dass die Zweige, die außen am Baum hängen, super trocken sind innen drin. Liegt daran, dass sie nicht am Boden liegen. Am Boden ist es ständig feucht. Könnte ich jetzt ausführlicher erklären, lasse ich aber, weil ich habe es ja eilig. Und die sind besonders trocken und die brennen natürlich gut. Ideales Brennholz. Klar, man kann hier einfach hingehen, bricht sich die Dinger ab. Und dann hat sich das erledigt und man hat sein Brennholz. Kann man machen, ist natürlich am effizientesten. Wenn man aber jetzt das Bedürfnis hat, dem Förster einen Gefallen zu tun, so nach dem Motto, ich möchte mich gern bei meinem örtlichen Förster beliebt machen, für den Fall, dass der mal mich bei irgendwas entdeckt, was vielleicht nicht hundertprozentig legal ist, dass er dann ein Auge zudrückt. Vielleicht wird das für den einen oder anderen ja ein Thema sein. Natürlich sollt ihr nichts machen, was nicht hundertprozentig legal ist. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber angenommen, ihr solltet mal in irgendeine vielleicht unter Umständen zweifelhafte Situation, in der ihr euch natürlich legal verhaltet, aber es könnte so aussehen, als ob ihr das nicht tut, manövrieren in so einer Situation, dann wäre es doch von Vorteil, wenn der Förster euch schon kennt und zwar als jemand Gutes. Und deswegen könnt ihr euch beliebt machen, indem ihr Äste nicht einfach nur abbrecht, um daraus ein Feuerholz zu machen, sondern indem ihr sie absägt. Und zwar, wenn, dann gleich fachmännisch. Also, da seht ihr Äste. Und wenn ihr diese Äste jetzt absägt, dann beachtet mal Folgendes. Sägt sie möglichst nah am Stamm ab. Und zwar so, dass nur möglichst wenig Ast übersteht, aber der Baum auch nicht beschädigt wird. Also immer so viel drüber stehen lassen, abstehen lassen, Ast übrig lassen, dass wirklich dem Baum kein Schaden entsteht. Dem Stamm als solchen eben kein Schaden entsteht. Aber wenn der Baum dicker wird, dass er im gleichen Jahr noch so viel dicker wird, dass die Rinde die Verletzung, die ihr dem Baum durch das Absägen der Äste zufügt, schon wieder überwallt, sprich die Wunde schließt und auch keine Pathogene ins Bauminnere eindringen können. Dazu gibt es noch einen relativ ausführlichen Theorieteil, den ich euch gleich erzähle, nachdem ich euch den Praxisteil erzählt habe. Jetzt nochmal zwei, drei Beispiele. Ja, also hier bei diesem Aststorpsel hier kann man schön sehen, der ist nicht korrekt abgesägt worden. Der ist zwar abgesägt worden, allerdings nicht von mir, wahrscheinlich von irgendjemand, der eine Weihnachtsdekoration haben wollte oder irgendwie sowas. So ist das eben falsch. Da macht ihr euch unbeliebt beim Förster, weil ein Ast, den ihr so weit vorne absägt, ist immer noch relativ nah am Stamm, sprich die Wunde ist da, Pathogene können in die Wunde eindringen, den Ast entlang wandern und ins Stamminnere gelangen, bevor der Baum großartig die Gelegenheit sich dagegen zu wehren hat, dass er hier ein Loch hat. Also das hier schlecht. Das hat außerdem noch einen ökonomischen Nachteil, aber dazu komme ich auch noch mal im Theorieteil. Jetzt geht es wieder mal um die Praxis, jetzt sägen wir das Ding noch mal richtig ab. Und dazu beachten, ihr seht hier die Narbe. Das ist ja schon Material, das zum Stamm gehört. Also hier nicht reinschneiden in dieses Stammholz, in die Rinde, sondern davor ansetzen, so eng wie möglich davor, dass man also das Material nicht verletzt, aber doch so eng wie möglich eben den Ast absägt. Und so ist das jetzt wirklich optimalst entastet, wenn ich das so sagen darf. Der Baum, die Rinde hier, wird in der nächsten Vegetationsperiode, wenn eben der Baum wieder ordentlich wachsen kann, jetzt im Winter ist das ja nicht der Fall, ordentlich dicker werden, der ganze Baum, natürlich nicht nur die Rinde. Und dann ist die Chance, dass dieses Loch, diese Verletzung des Baumes dann komplett verschlossen wird, dadurch, dass einfach die Rinde drüber wächst, sehr, sehr, sehr hoch. Ergo, dem Baum ist kein Schaden entstanden. Aber der Ast ist weg. Ihr hättet, wenn es jetzt ein großer Ast wäre, den Ast als Brennmaterial. Und der Förster hätte den Vorteil, dass dieser Baum jetzt erheblich weniger Äste hat. Und damit kommen wir zum Theorieteil. Wir kommen bei schlechtem Licht und einem herumlaufenden Ben zum Theorieteil. Und da möchte ich als erstes sagen, selbstverständlich macht das Absägen von toten Ästen nur dann Sinn, wenn es sich um tote Äste handelt. Soll heißen, da dürfte auf keinen Fall noch irgendwelches Lebendes
grün dran sein. Wenn was grün ist, ist es kein toter Ast. Dann ist der im Inneren auch garantiert nicht ausgetrocknet. Und wenn ihr wissen wollt, ob der Ast auch wirklich schön trocken ist, den ihr da absägen wollt, um ihn als Brennholz zu nutzen, wäre es hilfreich, wenn ihr einfach mal ein bisschen was abbrecht und feststellt, das macht ein trockenes Knackgeräusch und lässt sich gut abbrechen. Oder das Holz ist noch richtig elastisch und lässt sich nur so ganz schlecht abbrechen. Der Zweig ist auch noch richtig schön biegsam. Dann ist das Holz auf keinen Fall trocken und taugt auch nicht als Brennholz. Das wäre also auf jeden Fall wichtig, dass ihr das als erstes mal abcheckt. Dann totes Holz, das eben als Brennholz taugt, findet ihr nur an Nadelbäumen, denn Laubbäume, bis auf zwei Ausnahmen, Kirsche und Pappel, werfen ihre toten Äste einfach ab. Die werden also quasi durch ein Trenngewebe am Stamm abgetrennt und fallen dann von alleine runter. Das ist bei Nadelbäumen halt nicht so. Da bleiben die Äste so lange am Baum hängen, bis irgendjemand sie abbricht oder sie vom Wind abgerissen werden oder irgendwas anderes passiert, was halt den Ast abreißen würde. Dann beachtet bitte, wenn ihr den Ast einfach abbrechen wollt, weil ihr halt spontan Feuerholz sammelt und gar keine Säge dabei habt, was wahrscheinlich im Regelfall der Fall sein wird. Außerdem dauert es mit der Säge echt länger, gerade bei dünnen Ästen, wenn man sie absägt, als wenn man sie abbricht. Beim Abbrechen merkt euch die eine Regel, brecht den Ast nicht zu nah am Stamm ab. Denn ihr erzeugt durch das Abbrechen eine Wunde, durch die ein Pathogen eindringen kann in den Ast entlang wandern bis zum Stamm und sich im Stamm im ganzen Baum ausbreiten. Deshalb sollte diese Wunde, die beim Abbrechen entsteht, möglichst weit weg sein vom Stamm. Mindestens 10 cm, absolutes Minimum, besser 20, noch besser 30. Bei 30 seid ihr auf der sicheren Seite. Da kann dann eigentlich nichts mehr passieren. Einfach damit kein Pathogen bis ins Stamminnere vordringen kann. Jetzt habe ich euch beim Absägen natürlich gezeigt, dass man die möglichst nah am Stamm absägen soll. Das heißt selbstverständlich, dass man möglichst nah am Stamm eben besagte Wunde erzeugt. Ergo, Pathogene haben nur einen sehr kurzen Weg, bis sie in den Stamm kommen. Sprich, es ist umso wichtiger, dass wenn man den Ast nah am Stamm absägt, die Wunde möglichst schnell verschlossen wird. Und das passiert eben dadurch, dass eben die Rinde drüber wächst und das Ganze verschließt. Ich habe es auch eben schon im Praxisteil angedeutet. Macht euch nochmal klar, wenn ihr den Ast einfach abbrecht, gibt es theoretisch auch die Möglichkeit, dass ihr den Ast möglichst nah am Stamm abbrecht und dann auch davon ausgeht, dass die Wunde schnell verschlossen wird. Es besteht aber einfach ein hohes Risiko, dass ihr den Ast dann so dumm rausbrecht oder dass dann irgendwie der Stamm so beschädigt wird, dass er nicht richtig verheilen kann und der Heilungsprozess dann einfach auch nochmal zu lange dauert und das Verschließen der Wunde nicht schnell genug geht und wieder das Pathogen eindringt. Deshalb, wenn nah am Stamm eine Verletzung beibringen, dann nur schön durch einen glatten Schnitt mit einer Säge. Deswegen auch nochmal wichtig, immer eine Säge verwenden, niemals irgendwas Hackendes. Keine Machete, keine Axt, kein Schwert, kein großes Messer. Also wirklich nur Säge, nichts anderes. Das war dann auch nochmal der wesentliche Sicherheitshinweis. Und eben durch diesen Effekt, dass diese Wunde schnell verheilen muss, die nah am Stamm sitzt, müsst ihr auch gucken, um welche Baumart handelt es sich und in welcher Jahreszeit befinde ich mich. Grundsätzlich gilt, man kann alle Nadelbäume außer Douglasie ganz wunderbar im Winter asten. Denn im Winter ist es zu kalt, als dass irgendwelche Pathogene großartig da in den Baum eindringen könnten, weil die können einfach nichts machen, weil kalt. Wenn aber im Frühjahr dann die Zeit kommt, in der die Pathogene theoretisch ein Problem darstellen, weil sie dann wieder mobil genug sind, um in den Baum eindringen zu können, fängt der Baum gleichzeitig auch wieder an, massiv Stoffwechsel zu betreiben und massiv zu wachsen. Soll heißen, die Zeit reicht ihm dann gut aus. Eine komplette Vegetationsperiode von Frühjahr bis Herbst reicht dem Baum gut aus, um die Wunde zu verschließen. Die Rinde wächst drüber, die Wunde ist zu, nichts kann mehr passieren. Das gilt für eben alle Nadelbäume, ausgenommen die Douglasie. Bei der Douglasie ist es so, dass man, wenn sie im Winter astet, dann dringt im ganz frühen Frühjahr schon das Pathogen ein, bevor die Douglasie die Wunde schließen kann. Und dann wird sie eben entsprechend krank. Douglasie ist der eine Laubbaum, den ihr auch im Sommer asten könnt. Merkt euch das, wenn ihr in der Lage seid, eine Douglasie zu erkennen, ist das ein großer Vorteil, weil ihr habt da so auch einen Baum, in dem ihr im Sommer problemlos Totäste runterschneiden könnt. Bei den anderen Bäumen, Nadelbäumen, das
bitte sein lassen. Wenn ihr dann unbedingt was abbrechen müsst im Sommer, dann bitte wirklich auch lieber abbrechen und lieber mit einem hohen Abstand zum Baum, damit eben keine Pathogene eindringen können. Ich habe es gerade eben erst erklärt. Das wäre so das Vorgehen im Sommer. Diese Asterei macht eben also nur im Winter oder ihr habt einen Douglasienwald Sinn. Für die Sonderfälle unter den Laubbäumen, Pappel und Kirsche, die bitte auch vorzugsweise im Winter asten, aber das werdet ihr in größeren Mengen wahrscheinlich eh nicht antreffen können in eurem Wald. Beziehungsweise wenn es sich um Kirsche handelt, dann sind die Äste wahrscheinlich schon runter, weil das eine Wertverbesserung darstellt. Das macht der Förster selber oder lässt es halt eben machen von seinen Arbeitern. Da wird der Bushcrafter wohl nicht großartig dazukommen, dass er in diesem Bereich tätig sein werden kann, muss, möchte, egal. Und bei Pappel ist mehr oder weniger eh in jedem Fall nur Brennholz, mit der könnt ihr fast schon machen, was ihr wollt. Die ist nicht nennenswert was wert. Ausgenommen natürlich Pappeln in Kurzumtriebsplantagen, aber sowas habt ihr wahrscheinlich auch nicht vor der Haustür. Und das ist jetzt schon wieder so speziell, dass ich dazu sehr abschweife und das deshalb sein lasse. Gut, dann haben wir jetzt die richtigere Jahreszeit fürs Entasten und jetzt können wir noch vielleicht noch hinzufügen, warum sollt ihr denn den Ast lieber absägen als abbrechen? Und das ist eigentlich der Hauptzweck von diesem Video, weil wir wollen ja den Förster unter Umständen als Freund gewinnen, in Anführungszeichen. Denn ein korrekt geasteter Baum, wichtig ist, korrekt geasteter Baum ist mehr wert, rein monetär gesehen, als ein ungeasteter Baum. Denn wenn der Baum immer dicker wächst, ne, und es hängen noch die Äste überall drin, dann wächst das Holz um die Äste herum. Ihr habt also sozusagen einen Nagel, an dem das Holz entlang wächst, könnte man sagen. So entstehen natürlich auch dann entsprechend die Bretter, die Astlöcher haben, beziehungsweise Äste in den Brettern drin, diese schönen lustigen Augen. Es gibt viele Leute, die finden das ganz attraktiv, dass da eben die Äste im Brett stecken. Aber ganz viele Leute finden ein Holz, das ohne Äste auskommt und keine Astlöcher eben hat, noch mal viel schöner anzuschauen. Ergo, man kriegt viel, viel, viel mehr Geld für Hölzer, in denen keine Äste mehr stecken. Und dafür muss man im Fall eines Nadelbaums die Äste halt eben abschneiden, weil sie nicht von alleine runterfallen. Habe ich auch am Anfang erklärt. Das kostet pro Baum, wenn man es vom Waldarbeiter machen lässt, schätzungsweise etwa 10 Euro, sagt man so ganz grob. Und wenn ihr dem Förster also einen Baum astet, weil ihr ohnehin Brennholz braucht und die Äste dann auch für euer Feuerchen verwendet, sofern ihr legal eins machen dürft oder eine Feuerstelle eben in der Nähe ist, wo ihr legal eins machen dürft, also jetzt mal vom Feuerrecht völlig unabhängig, ihr nehmt einfach die Äste mit, weil ihr damit irgendwas machen wollt. Vielleicht wollt ihr es auch zu Hause verheizen, keine Ahnung, das spielt ja keine Rolle. Ihr erhöht einfach den Wert des Baumes und spart dem Förster 10 Euro, die er seinem Waldarbeiter dafür geben müsste, wenn der das macht. Dafür ist es natürlich erheblich vonnöten, dass ihr den Baum, wenn ihr schon Äste abschneidet, dann auch bitte alle abschneidet. Soll heißen, wirklich auch die dünnen, die dicken, alle Äste, die am kompletten Baum hängen, zwischen fast Erdboden, also 30 cm niedriger, wenn da noch niedrige Äste dranhängen, die könnt ihr stehen lassen, das ist egal. Und bis ca. 2,20 Meter, besser 2,50 Meter Höhe. Wenn ihr da sämtliche Äste runterschneidet, dann habt ihr den Baum tatsächlich korrekt geastet. Auf die Weise, die ich euch gezeigt habe im Praxisteil. Und jeder Förster, der einigermaßen Sinn und Verstand hat, also würde ich jetzt behaupten, freut sich, wenn ein guter Waldgeist in seinem Wald haust, der ihm die Bäume wertastet. Einfach so, kostenlos, völlig unverbindlich, immer mal wieder hier einen Baum geastet, da einen Baum geastet, dort einen Baum geastet. Oh Wunder, also ich kann mir keinen Förster vorstellen, außer so ein ganz grimmiger Griesgram natürlich, der sich nicht freuen würde, wenn so ein guter Waldgeist ihm die Bäume verschönert. Ja, und die Wertsteigerung, die ihr eben für den Baum erreicht durch die Astung, ist schon ziemlich beträchtlich. Das würde euch wirklich wundern, wenn ihr wüsstet, wie viel Kohle das bringen kann. Gerade bei Nadelbäumen, wo ja eben die Astung unbedingt erforderlich ist, dieser Arbeitsschritt des Astens, damit sich überhaupt astfreies Holz entwickeln kann, da ist das eine erhebliche Wertsteigerung. Ich will euch jetzt nicht mit Zahlen nerven. Beachtet nochmal bitte, nicht bei ganz, 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 ganz jungen Bäumen, also die mindeste Dicke, die der Baum haben sollte, sollte so sein, dass ihr mit eurer Handspanne, also breiter als eure Handspanne, also so
ab 12 cm, 14, 15 cm oder was, Baumdicke, macht ihr auf jeden Fall nichts mehr falsch, wenn ihr da die Totenäste, merke die Totenäste, runterschneidet. Sollte es bei dieser Baumdicke überhaupt schon tote Äste geben, wahrscheinlich werdet ihr noch keine finden und müsst euch dann, wenn ihr wirklich auch Totäste haben wollt, wahrscheinlich einen etwas dickeren Baum dran trauen. Aber die Mindestdicke, einfach nur damit ihr wisst, dass ihr dort drunter bitte nicht anfangt zu asten, sollte also jedenfalls nicht unter 12, besser 15 Zentimeter liegen, weil sonst ist der Baum doch auch noch ziemlich jung und verkraftet eben diese Verletzungen durch die vielen abgeschnittenen Äste unter Umständen nicht gut bis gar nicht. Ja, da muss ich zum Schluss eigentlich nur noch betonen, wozu das jetzt letztendlich gut ist. Wenn der Förster euch mag, weil ihr der gute Waldgeist seid, dann drückt der Förster eher ein Auge zu, wenn ihr etwas macht im Wald, was unter Umständen in einer rechtlichen Grauzone sich befindet. Ihr sollt nichts Illegales machen, aber wenn ihr was macht, was sich in einer rechtlichen Grauzone befindet, wie zum Beispiel im Wald schlafen, und ihr dem Förster dann erzählen könnt, dass ihr sein guter Waldgeist seid, der seine Bäume verbessert, dann wird er garantiert nicht nur beide Augen zudrücken, sondern euch unter Umständen vielleicht noch einen Kaffee in den Wald schleppen oder so. Wer weiß. Ja gut, das wäre vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Und jetzt wird es noch dunkler und in diesem Sinne mache ich jetzt Schluss für heute und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.